Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Es geht ja schon gut ab im Chat. Ja, und ich sehe, dass auch die Julle dabei ist. Hallo Julle, schön, dich mal wieder zu sehen. Ich meinte mich zu erinnern, dass das dein Lieblings-Crash-Song war. Also Heavy Machinery und Castle Machinery. Glaube ich zumindest gehört zu haben. Deswegen habe ich den mal eben spontan nochmal angeschmissen. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle anderen. Ja, heute geht's dann tatsächlich mit einem neuen, Let's Play. Nee, Let's Play nicht, ein neues Spiel los. Legend of Grimroth wird heute gezockt. Und da freue ich mich schon sehr drauf, aber natürlich wollen wir vorher auch The Last of Us zocken und noch diverse andere Spiele. Und ja, bin sehr, sehr gespannt. So, damit ist die Musik jetzt auch zu Ende. Ich schalte mal eben, was ist das hier? Was läuft hier eigentlich noch? Croc? Ja, ich wechsle jetzt gerade auf die andere Playlist. Also das war jetzt praktisch die Vorbereitungs-Playlist und jetzt geht die normale Playlist weiter. Ja, was du gerade sagtest wegen dunkler Modus, würde ich auch schön finden. Ihr könnt euch das ja ganz gerne dunkel gestalten. Leider bin ich noch auf hell angewiesen. Also ich möchte ja ganz gerne bei Hitbox alias Smashcast bleiben. Und aber leider so, dass ich, also wenn ich den Chat aufnehmen will, bleibt es bei mir leider weiß. Ich kann es nicht umstellen. Also bei mir, bei euch ist es da. Na da, also der Chat da bleibt mir weiß. Ihr könnt euch das gerne dunkel machen. Aber vielleicht wird es ja immer nochmal geändert. Ich hoffe drauf, dass man das wieder auf dunkel stellen kann. Also auch für mich als Streamender. Und dann würde ich es dann wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, wieder dunkel machen. Neues Let's Play im Livestream. Ja, das hört sich schön an. Also neues Spiel auf jeden Fall. Ja, was jetzt gerade schade ist, ich hatte was vorbereitet, bildtechnisch, und es ist gar nicht im Bild. Warte, ich muss mal eben meine... Ich gucke, ob meine Kamera das hinkriegen kann, ob ich die Kamera ein bisschen hochdrehen kann. Nein, falsche Richtung. Kommt sie so hoch? Da, guck mal. Ich hatte da oben was vorbereitet über meinem DVD-Regal und das war so schön im Bild und jetzt sehe ich, dass es halt abgeschnitten ist, weil ich ja meinen Banner noch da oben drin habe. Ich werde es nur ab und zu mal zeigen, wenn mir gerade danach ist. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Sehr schön. Das musste einfach mal sein. Ich habe ein Bild, aber das ist nicht im Bild. Stimmt, ja, das war ein toller Satz von mir, ne? Ja. Ich glaube, das wird noch öfter passieren. Hallo Zero Cool, auch da. Schön, jetzt kommen sie nach und nach alle an. Zero Cool, du warst aber jetzt auch schon länger nicht mehr dabei, ne? Ich überlege gerade, beim letzten Stream jedenfalls nicht, oder? Vielleicht erzähle ich auch gerade Scheiße. Wenn, dann tut mir das leid. Der letzte Stream ist ja auch schon ein bisschen her. Ich habe es gerade noch so in den September reinbekommen. Ist sowieso alles ein bisschen konfus. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass das Ankündigungsvideo, was eigentlich gestern kommen sollte, erst heute Mittag freigeschaltet wurde. Mir ist heute Morgen, HSV, das liest sich fast wie HIV. Ja, das ist ja der Witz. Nein, ja, also ich habe es gestern Abend tatsächlich verpeilt, das Erinnerungsvideo hochzuladen. Und es ist mir heute Morgen auf der Arbeit eingefallen. Ich denke, scheiße, da war noch was. Deswegen habe ich es heute Mittag mal ganz schnell hochgeladen. Ein Stromexperte. Experte wäre jetzt zu viel gesagt. Wieso, was ist denn das Problem bei eurem Strom? Bist du jetzt gerade bei... Also bist du... Seid ihr bei... tolle Frage. Seid ihr bei euch? Bist du gerade bei Dennis oder bist du wieder zu Hause bei deinen Eltern gerade? Zufall, Rimmel. Ich glaube nicht. Letzter Stream live... Hälfte des... YouTube. Ah ja. Ah ja, gut. Ja, habe ich ja auch relativ spät hochgeladen. Eine Energieversorgung. Ach, guck mal an. Laszlo könnte dir bestimmt helfen. Was brauchst du? Elektriker. Ach, und Rimli hat Elektriker gelernt. Guck mal an, nur Stromexperten hier. Bis bei Dennis, ja. Dann schöne Grüße an Dennis. Also übrigens, Julle. Ich wollte. Kannst du Dennis bitte daran erinnern, dass er noch eine Datei bei Sky bei mir. Sky? Bei Skype. Nichts bei Sky. Bei Skype bei mir rausnehmen soll. Die braucht er morgen, ne? Das ist ganz wichtig. Morgen ist große Premiere. So, ich habe Metall gelernt. Das hört sich auch geil an. Ich habe Metall gelernt. Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz. Sinnvoll oder nicht? Puh, ich habe hier eine, aber da ist zu wenig Steckplatz. Ich sag lieber nicht, wie die Verbindungen bei mir hinterm Fernseher aussehen. Ich habe einmal eine 10-fach-Steckdosenleiste. An dieser 10-fach-Steckdosenleiste ist eine 4er-Steckdose dran und an dieser 4er-Steckdose ist nochmal eine 3er-Steckdose dran und alle Stecker sind komplett ausgefüllt. Und ich weiß, das ist nicht gut, aber das ist schon Ewigkeit bei mir so hinterm Fernseher eingestellt, alle sämtlichen Geräte dran und bisher ist auch nie was passiert. Und ich hoffe mal, dass das auch so bleibt.
Und bitte keine Ratschläge jetzt, weil ich habe da nur eine Hauptsteckdose und ich brauche da aber Strom für sämtliche Geräte. Es lässt sich leider nicht anders lösen. Ah. Blitzschutz, okay. Jetzt werde ich wahrscheinlich vom Elektriker hier, von Rimnir, gleich eins an die Ohren kriegen, dass ich da so gefährlich mit meiner Kabellage umgehe. Aber das nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Ja, ich weiß, Rimnir, ich weiß. Aber ich, was soll ich denn tun? Es gibt über keine 20-fach Steckdosenleiste. Zumindest nicht für mich, für einen normalen Hausgebrauch. 12er Leiste, okay, die kostet... Ja, die sind teuer, die scheiß Dinger, ich weiß. Ja, eben. So viel würde ich für eine Steckdose auch nicht ausgeben. Bin ich total bei dir. Genau, Alex Fuifu. Ja, siehst du? Ich wusste, dass du jetzt schimpfst. Ah, ich studiere Chemie, genau. Damit verfüge ich natürlich über ein gutes Grundwissen Physik. Also auch Strom. Ja. Also nur Stromexperten hier. Bist du in bester Gesellschaft. Sehr schön. Und die Marion ist gerade zu uns gestoßen, sehe ich gerade. Die Sternenblut ist mitten in den Chat gekommen. Und ich habe einen neuen Namen gesichtet, den ich vorhin schon entdeckt habe. Ich finde den Namen sehr interessant. Herzlich willkommen, Fabienne Fruchtsaft. Ich finde den Namen irgendwie ziemlich geil. Von Brennenstuhl. Okay, das klingt wie Brennenburg. Hier von Amnesia. Der hieß doch Brennenburg, der alte Quäler da. Besser wie ein neuer PC, okay. Als übrigens Rimnir, wo wir gerade bei Grammatik sind, ne? Ich habe mal 100 verloren, mangels Überspannungsschutz. Ja, nicht schlecht. Ich sag mal, dass ich null Wissen auf Strom habe. Bin ich raus. Ja, sehr gut. Ja, also ich bin jetzt auch kein Stromexperte. Aber es ist schön, dass wir ein Thema haben, ne? Das freut mich. Ich habe nur gesagt, weil du es erwähnt. Ja, ja, ist ja alles gut, ist ja gut. Du hast es geschafft! Guten Tag, Shinichi PK. Oder Shinichi PK. Keine Ahnung. Ja, hallo. Freut mich, dass du da bist. Ich habe zwar keine Ahnung, wer du bist, aber es freut mich. Hallo, lieber Alex. Hallo. Was? Shinichi? Oder was soll ich sagen? Shinichi? Ich habe keine Ahnung. Daniel. Danke. Das kann ich mir merken. Hallo, Daniel. Es sind so viele Daniels mittlerweile. Wenn der Daniel nachher noch kommt, haben wir noch einen Daniel. Und irgendeiner hieß noch Daniel. Ich glaube, ich kriege die ganzen Namen wieder bestimmt nicht auf der Reihe. Okay, Daniel. Der Name ist zwar etwas hirnlos, schön, dass er dir gefällt. Ja, genau. Ich habe das vorhin gesehen, als ich die Bilder und so eingestellt habe und die ein bisschen vorbereitet habe. Still lese doch Fabienne Fruchtsaft. Bitte was? Sehr schöner Name. Ah, geil. So. Ich habe dir das Paket geschickt. Ach du meine Güte. Ja, okay. Stimmt. Okay, ja, alles klar. Okay, ja, es tut mir leid. Ich bin immer überfordert bei den ganzen Namen. Aber trotzdem, ich bedanke mich schon mal im Voraus für alles, was ihr für mich tun werdet. Ich kenne viele Daniels. Ja, Daniel ist echt ein bekannter Name, ne? Also oft vorkommender Name. Denn es fährt schon seit immer ohne Überspannungsschutz. Ja. Also ich lege da auch immer keinen Wert drauf, aber man sollte das vielleicht mal tun, ja. Gut pariert, Laszlo. Oh, jetzt gerät er unter Druck, unser Alex. Na, alles gut. Ich bin nur verwirrt, wie immer. Ich bin es bereits, Alex. Schön. Hast du endlich den zweiten Brief gefunden? Oh. Verdammt, ich glaube, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Scheiße, wo war der nochmal? Ich guck das nachher live nach. Wenn du mir sagst, wo das drin war, ich guck das live nach. Versprochen. Scheiße, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Shinichi gesprochen. Okay, also Shinichi. 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 Ich kann es mir bestimmt nicht merken. Der Name kommt aus Dr. Aha, Detective Conan. Okay. Danke für den Tipp oder für den Rat, Pam Schröder, aber das wusste ich echt nicht. So, ich wusste, der Name kommt mir bekannt vor. Ich kann sogar beim Kauf von Gas und Wärme helfen. Vielseitig flexibel wie ein Fuchs muss man sein. Ja, das ist schön. Du sprichst jetzt aber nicht auf den Schwäbisch-Hall-Fuchs an, oder? Nee, der hat mit Strom eigentlich nichts zu tun. Ich denke, Druck habe ich viel. Zu viel Informationen. Otaku am Start. Okay, ich denke auch, dass wir... Alex, was sagst du dazu, dass Pizarro in Köln unterschrieben hat? Ich habe das heute per Handy mitbekommen. Ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Man muss ja dazu sagen,
Pizarro hatte ja tatsächlich auch ein Angebot vom HSV bekommen. Die wollten ihn gerne haben. Und da hat Pizarro gesagt, das kann er den Fans von Bremen nicht antun. Und nur deswegen hat er gesagt, nee, ich verzichte, ich unterschreibe nicht bei Hamburg, was ich ihm echt hoch anrechne. Und ich gönne ihm das, dass er jetzt bei Köln wirklich Erfolg hat. Er soll jetzt nicht unbedingt gegen uns ein Tor schießen, aber ich freue mich für ihn, auf jeden Fall. Und hallo, Ramon. Ramon ist da. Nein, wir sehen dich nicht, aber du siehst mich. Aber ich kann dich lesen, Ramon. Ich wechsle doch nicht zu Twitch. Nee, Gottes Willen. Nein, alles gut. Ich verstehe nicht, warum diese Steckdosen so teuer sind. Jule ist total fasziniert von der Steckdosen-Thematik gerade. Finde ich sehr gut. Test bestanden, Ramon. Hallo erstmal, meine lieben Liebenden. Jetzt macht er einen auf Brisco Schneider hier. Den habe ich schon fast verdrängt aus meinem Kopf. Schädel für den Schädelthron. Ich muss erstmal diese ganzen Kommentare sortieren. Das ist ja krass. Ja, krank hier. Ich weiß, liebe Steffi, Alex, wie gesagt, unter der Sichtschutzpappe war es festgeklebt. Ach ja, ach verdammt. Es kann sein, dass der Karton noch irgendwo unten im Lagerraum steht. Also ich habe so einen kleinen Kartonlagerraum. Falls ich mal bei eBay was verkaufe, dann habe ich einige Kartons im Petto. Scheiße. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, da stand jetzt nicht allzu viel Wichtiges drin. Sieht man mich überhaupt, außer in Alex' Chat? Ja, also im normalen Chat. Ja, ich fotografiere den Chat ab, also muss man dich ja sehen. Milch für die Cornflakes? Ja. Ich drehe völlig durch. Was genau drin ist, weiß ich nicht. Ich denke besonders, achso, das geht wieder um die Steckdosen. Wasser für den Akornbaum. Ich verstehe kein Wort, Leute. Ich bin total verwirrt. Da geht wohl ein Licht auf. Ja. Ja Gott, die Überspannung. Aber 7 aber teurer als normal. Ah. Ich glaube, wir müssen hier ein Verkaufsgespräch über Steckdosen führen. Schau nach, dann findest du es heraus. Ja, genau, gib 8, dann findest du es eh, fiel mir da gerade ein. Aber die anderen Steckdosen können sonst nichts. Eher abfilmen, Alex, nicht abfotografieren. Ja, okay. Lass, okay, ich bin raus. Ich bleib eh bei Papa Nörgel. Oh Gott. Also, wir haben noch nicht mal richtig angefangen und ich bin jetzt schon total verwirrt und überfordert mit euren ganzen Thematiken hier. So, ich werde gleich mal kurz vorlesen, wenn schon alles da ist. Ein paar Minuten warte ich eben noch. So, was lang lebe der Gott-Imperator. Ich mag eh keine Blasphemiker. Ich weiß es nicht. Soll das Blasphemie? Soll das Blasphemiker? Ich weiß es nicht. Ich verkaufe um 1 Euro eine Steckdose pro Monat. Es ist sehr schön. Okay, gut. Blasphemiker. Ah ja, okay. Ich bin flexibel in diesem Universum für das höhere Wohl. Okay, also die Killer Queen ist eine Freundin von Vanessa. Ich kenne sie durch Vanessas Discord. Die Killer Queen? Wer ist die Killer Queen? Kommt die gleich noch hier ran, oder wie? Oder wer ist die... Wieso Killer Queen? Ich verstehe es nicht. Zumindest ist sie nicht in meiner Liste. Ach, und ich habe mal eine Kleinigkeit gerechnet. Ich kenne deinen Kanal seit 4,75 Jahren. Okay, dann bist du jetzt ziemlich von Anfang an dabei, kann das sein? Nee, habe ich den 2011? 2011 gegründet, ne? Ich glaube, 2011 habe ich den gegründet. Ja, dann bist du schon lange dabei, auf jeden Fall. Discord ist so eine Plattform wie Skype, nur nicht so toll. Ist meine Meinung, aber gut. Ich verstehe nur Bahnhof, richtig. She's a Killer Queen. Ja, irgendwas graf ich, glaube ich, gerade wieder nicht. Killer Queen haben wir letztens rausgeschmissen. Ah, okay. Killer Queen ist eine Freundin von Vanessa. Achso. Aber das glaube ich dann eher nicht, oder? Die Emma-Sache. Okay, die Emma-Sache. Ja, aber das ist doch keine wirkliche Freundin dann von Vanessa. Ich verstehe es nicht. Ach, ich kaufe es einfach und dann ist Ruhe. Dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, dass ich mir irgendwann auf einmal komplett neues Equipment kaufen muss. Das ist gut, ja. Oh, ich kenne Alex im November 5 Jahre. Was ist das, Jule? Discord ist nice. Ja, ist Ansichtssache. Fast. Also Frontschweine, wo der Spruch mit dem Sachsen war, das war bereits fertig. Okay, ja, das ist aber schon ziemlich am Anfang gewesen. Aber das ist geil, ja. Den hatte ich fast überfahren, den Hund. Ach ja, morgen wird es spannend. Morgen startet die Nachfolge. Oh, morgen kommt er. Oh, Schlag den Hänsler kommt morgen. Oh, verdammte Kacke. Das wollte ich eigentlich gucken. Aber kann ich nicht, weil Dennis streamt. Und weil Nordderby ist. Und viel zu viel. Aber Schlag den Hänsler wollte ich ganz gerne gucken. Ich habe Angst vor dem Angst haben. Ich lese Discord immer bei Gilden in Online-Spielen. Wir haben Discord. Okay.
Emma hat sich jetzt angeblich umgebracht. Keine Ahnung. Aber ihr letzter Tweet sagt es, keine Ahnung. Oh Gott, jetzt geht's aber los hier. Genau, Hashtag, da hätte ich ihn fast überfahren, den Hund. Genau, sehr schön. Hi alle zu. Hallo Alina Boll. Guten Tag. Laszlo, vertraue dem Imperator. So. Ich finde das interessant, was ihr da so spricht. Ich könnte die ganze Zeit mitlesen und mich darüber beömmeln. Das ist herrlich. Ihr seid sehr, sehr, sehr schreibfreudig heute. Was mir sehr gefällt. Wer es glaubt, können wir das Emma-Thema einfach. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Die wird sich sowieso immer noch wieder einschleichen. Da haben wir noch genug Gesprächsstoff. So. Dennis Stream oder Schlag den Hänsler? Der Stream natürlich. Ja, ich will auch dieses. Ja, also ich sag mal so, ich gucke auf jeden Fall den Stream, weil ich will ja sehen, wie die Songs vorgestellt werden. Ich bin dann zwischendurch aber weg, weil Nordderby ist und dann bin ich hinterher wieder da. Ne? Aber Schlag den Hänsler will ich mir irgendwann auch nochmal angucken. Das ist wieder Steffi. Halb Mensch oder Necron? Und ich bin endlich mal im Stream dabei. Ich bin so happy. Ja, das freut mich. Schön. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Hast du vielleicht nur wieder mal einen Stream im Nachhinein geguckt? Ich lade dir ja immer hoch. Dann kannst du dich ja mal. Dann weißt du ungefähr, was dich erwartet. Nur, dass es halt diesmal live ist für dich. C hier. Flexibel muss man sein wie ein Fuchs. Ja. Gib mir deine Koordinaten. Ich besorge mal. Was das labert ihr da? Ihr macht mich total kirre. Ich bin mal kurz weg. Ja. Viel Spaß. Warum nicht gleich Neko? Richtig, Zier. Scheiß Xenos. Ich bin völlig überfordert. Aber macht nichts. Das habe ich nicht. Ich wollte unbedingt live mal reinschauen. Ja, das ist schön. Wir werden dann so gegen... Ja, in 10 Minuten rum werden wir auch mit The Last of Us anfangen zu zocken. Und dann werde ich mir später am Abend wieder eine Pizza in den Ofen schieben. Eine Western-Style-Pizza. Dina ist nun auch endlich in ihrem heimatlichen Gefilden gelandet. Moin. Ja, freut mich, dass du da bist. Hab Hunger. Ja, so ein bisschen Hungerchen habe ich auch schon, aber ich habe bei Oma eben 2 Frikadellen abgestaubt. Die hat da welche gemacht und dann darf ich immer welche abstauben, wenn ich da bin. Ich habe bei Oma eben noch Bares für Rares geguckt. Das machen wir freitags immer ganz gerne. Und das war heute eine richtig geile Folge. Die will ich unbedingt noch mit Steffi später gucken. Also nicht heute, aber vielleicht morgen oder je nachdem irgendwann. Es war eine sehr, sehr geile Folge. Für mich, ja, war ein kleines Highlight dabei auf jeden Fall. Lecker Pizza. Ja, Pizza ist immer gut. Virusbomb, Flammenwerfer. Hm, warum fährt der Weihnachtsmann kein Elektroschlitten? Es rentiert sich nicht. Oh, das sind noch bessere Witze als die Witze im Fischbuch bei Monkey Island 5. Ich glaube, so weit habe ich es noch nicht freigegeben. Aber die Witze im Fischbuch, die sind geil. Hammer. Ich aber Unger? Genau, Monkey Island 4. Ich hasse den Geruch von Chlor. Ja, finde ich auch nicht so geil, muss ich sagen. Immer ein bisschen eklig. Ich denke dabei immer, also ich habe das oft, wenn ich unterwegs bin mit einem Auto und vor mir fährt irgendwie so ein neuartiger Diesel, die stinken auch immer extrem nach Chlor. Und ich denke automatisch immer an so Freibäder. Das habe ich automatisch dann in der Nase, den Geruch. War es für Rares, für ich freue mich schon auf Legend of Grimrock. Ja, da ist natürlich der Bogen dann schön gespannt, ja. Wird lustig. Keine Angst, da gehen wir mal. Irgendwann habt ihr schwarzen Humor alle zusammen? Nein, ich nicht. Ich liebe schwarzen Humor. Ich habe hier ein paar Bolter. Wir bolzen da Jungs weg. Hilfe. Ich sag mal 80 Euro. Genau. Waldi hat heute tatsächlich was für 80 Euro gekauft. Das kommt auch nicht so oft vor, aber hat er geschafft. Ich freue mich schon auf The Last of Us. Ja, geht bald los. Alex, gibt es dieses Jahr wieder ein Halloween-Special? Ist ja. Ja, wird es tatsächlich geben. Also ich werde. Ist aber keine große Überraschung. Ich werde wahrscheinlich. Soll ich das schon verraten? Ja, gut. Ich mache den DLC zu Layers of Fear. Und, Punkt. Mehr muss ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Irgendwie total mies, bis 16 Uhr Berufsschule zu haben. Ja, das ist aber eigentlich also normale Uhrzeit, oder? Geht doch. Hat sie mir schwarze Humor gesagt? Den finde ich auch immer super. Ja, gut, ich hole die Bix. Die sind rot. Dann ist es schneller. Vor allem am Freitag. Ja, gut. Trump hatte recht, die Polarkappen schmelzen nicht. Ja. Gut, hier. Was labert ihr denn? Waldi finde ich am. Waldi ist auch super. Waldi ist klasse.
wir moschen da Menschens. Ey, das ist doch anstrengend, das zu lesen. Das ist der Punkt, Alex, ja. Die Vanessa, weiß gar nicht, hat die Vanessa geschrieben, dass sie. Ich glaube, sie kommt später dazu. War da was? Ich glaube. Gesagt hatte sie irgendwas. Also in Wien ist irgendwie geil, dass man einmal in der Woche Berufsschule geht. Ach so, einmal. Ja gut, es kommt immer drauf an, ne? Gibt ja so und so. Elende Orks hier. Das ist geil. Ich liebe Waldis Humor. Schnell rein und wieder raus. Mhm, Laszlo, alles klar. So, ich werde jetzt mal vorlesen, wer alles dabei ist. Also, wir haben die Aschzahar, die Steffi dabei, die Sternenblut Marion, die X3 Julle ist dabei und damit haben wir schon drei Moderatoren heute dabei. Dann ist die Alina Bolder, der Blattgott Ramon, die Fabienne Fruchtsaft, der Famschröter 99, der Rimnir Torgelson, der, wer, was? Ich sehe gerade einen neuen Namen und zwar, ich kann es nicht ganz legen, Ifrits Bruder, Ifrits oder Ifrits Bruder ist dabei, herzlich willkommen. Dann Ina Bendikut, der Laszlo Sachsen 99, jetzt habe ich den Namen schon wieder gesehen, Shinichi? Daniel jedenfalls. Dann Stira Gaming, der Marcel, glaube ich. CM Mephisto ist dabei und Zero Cool ist dabei. Und Scarfon ist gerade dabei. Hallo, der ist auch gerade dazugekommen. Moin. Du stehst zwar noch nicht. Doch, hier stehst du in der Liste drin. Jetzt bist du auch dabei. Meine Güte, da ist schon ganz schön viel los jetzt hier um die Uhrzeit. Wundert mich und freut mich natürlich auch. Marion, und frech wie eh und je. Ich habe 13 Wochen Berufsschule. Okay. Das wird sich auch nicht die 30 Jahre ändern, oder richtig gesagt. Okay, ich komme da nicht mit bei den ganzen Kram, was ihr da schreibt. Das habe ich selten, dass ich nicht mal hinterherkomme mit den Kommentaren. Also Berufsschule fand ich auch immer nicht schlecht. Vor allem, ja, man hatte früher Schluss, richtig? Und war eigentlich auch mal ganz okay, wenn man nicht gerade irgendwelche Aufgaben machen musste. Also wer wissen will, ich lerne technischer Zeichner. Ja, das ist aber ein cooler Beruf eigentlich. Für den Gaukler, C hier, für den Gaukler. Und danach brauchen wir mehr für den Betrieb, ja moin. Ich freue mich noch Legend of Grimrock. Ja, wird auch noch kommen. Ich freue mich allgemein auf die ganzen Spiele heute. Zwei Wochen, eine Woche in Italien. Hat mir nicht letztes schon mal jemand, der irgendwie in Italien gerade war? Italien oder Spanien? Nee, Italien, ne? Irgendwie war doch letztes Mal im Stream war doch auch jemand gerade in Italien oder kam gerade aus Italien. Irgendwas war doch da. Ich meine mich zu erinnern, da was gehört zu haben. Ich werde mir noch mal ein bisschen was nachschenken. Ah, ich hatte Frühschicht in Dawn of War, Dark Crusade Soulstorm genannt und beschworen. Mhm. Ich glaube, ich habe gerade ich habe zwei Kommentare durcheinander gebracht. Auch nicht schlecht. Ich wünsche dir einen Asterix-Song Sharp Cliffs, bitte. Das kriegen wir jetzt nochmal eben hin, glaube ich. Bevor wir gleich anfangen zu zocken. Wo ist denn, die Maus war schon eingeschlafen hier. So, Moment. Pause. Was war das jetzt? Asterix. Ist das von XXL, ne? Ja, ich glaube schon. Wie hieß das jetzt? Moment, ich muss kurz gucken. Sharp Cliffs. Da ist es, okay. Ah. Okay. Bisschen laut, ne? So. Schreiben wir direkt die nächste. Ups, so. Aufgefüllt. Viel Spaß. Echsenmenschen an den Bratspieß. Wir werden nachher bei Legend of Grimrock wahrscheinlich Insektoiden haben. In GPK? Was ist denn hier schon wieder GPK? Ich dreh durch. Echsenmenschen als Handtaschen und Schuhe. Ja, natürlich. Du machst Resident Evil The Dark Side Chronicles übrigens sehr geil. Dankeschön! Das ist auch ein Spiel, was mir wirklich auch als Lightgun-Shooter sehr, sehr viel Spaß macht. Das ist ein richtig geiles Spiel, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie lang es noch sein wird, aber wir wollen ja auf jeden Fall noch die Hauptstory mit Leon und mit Krauser fertigstellen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht noch ein anderes Spiel gibt, was jetzt aufgewärmt wird zwischendurch. Auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Das gefällt mir echt. So, ach du Scheiße, ich bin raus, wenn solche Wörter fahren. Das ist GPK. Was ist GPK? Ach da. Geschäftsprozesse und Kommunikation. Ah, okay. Das wusste ich nicht.
Ich mochte es damals. Wolfssuppe. Apropos trinken, hast du den Tee zubereitet bekommen? Ja. Habe ich den Rest alle zum Zubereiten? Nö. Alles gut. Also, der Tee schmeckt einwandfrei. Den trinken wir auch immer schön. Also, ich werde heute Abend auch wieder eine Kanne Tee haben. Der ist super. Der schmeckt echt gut. Vielen Dank nochmal dafür. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit Asterix. So. Ich mache nochmal kurz die Playlist wieder an. Und ein, zwei Lieder noch und dann zucken wir auch. Ich bin froh, was TZ heißt, nämlich technische Zeichnen. Achso. Du schmeckst eh nach Drähten und Siliziumzieh, du Technikwolf. Okay. Ihr seid doch alle krank. Also im positiven Sinne krank, ne? Nicht falsch verstehen. Darf ich kurz fragen, wer ist denn bitte Ifrits Bruder? Ich finde den Namen interessant. Und wer ist Ifrit, wenn du Ifrits Bruder bist? Aber nur, weil du mein Bruder bist. Ich schmeck nach Erdbeeren und Plüscheinhörnern. Der Satz hätte auch irgendwie von Steffi kommen können. Also zumindest das mit den Einhörnern. Hätte ich jetzt erwartet. Das freut mich sehr. Ach, und Ankündigung zu deinem Geburtstag. Spätestens kommt das nächste Paket. Oh, ja, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt. Irgendein Paket sollte, glaube ich, sogar noch kommen in demnächst. Irgendwas, es war was angekündigt. I. Laszlo, okay, du bist verschont. Ich bin mir schon jetzt schwul geworden. In Deutschland heißt technischer Zeichner jetzt technischer Produktdesigner. Aha. Ich war zum Glück der letzte Jahrgang, der zu den technischen Zeichnern gehörte. Okay. Ifritz, oder Ifritz. Ich denke, es soll Ifritz haben. Ah! Aber dann hätte ja das F groß geschrieben sein. Na gut, ja. Okay, ist auch egal. Ifritz kann natürlich auch sein. Ifritz ist ein Persona. Auf jeden Fall ein Persona. Mhm. Du hast gemerkt, ich mische gern quer durch. Jo, alles gut. Aber ich meine technisch zeichnen im Sinne von irgendwas zeichnen für Baustellen. Okay, oder es heißt Ifrit. Das ist eine Art Djinn. Ist ja, ich bin total überfordert. Okay. Ja, aber es ist auch gleich 7. Es ist Quatsch, 17 Uhr, es ist gleich 5. Ja, ich bin total durcheinander. Und gleich werden wir The Last of Us spielen. Ich freue mich schon drauf, denn wir sind jetzt ja mit den Pferden unterwegs. Und diese Passage mit dem Reiten ist richtig cool da. Das gefällt mir. So, schon klar, okay, ich check's nicht. Und die Musik kenne ich noch ganz gut. Die ist von Super Mario Land 3 gewesen. Eigentlich schon vorm Zocken fertig, ja. Aber das Gute ist ja, ich muss mich heute nicht mit Yoshi's Island diesem Scheiß, Moment, wie hieß das Level? Grotte? Irgendwas mit Grotte? Nebelgrotte? Irgendwas mit Grotte war das. War das Nebelgrotte? Ich muss mich nicht mehr mit diesem Scheiß, Level rumärgern. Von daher kann ich das heute ganz entspannt angehen. Das freut mich schon mal sehr. Ifritz ist eine Art Dämon. Gibt's als Feuerbeschwörung bei Final Fantasy. Ah! Danke, Steffi. Guck mal, das glaube ich dann schon eher, weil Ifrit ist ja genauso geschrieben und das ist dann Ifrits Bruder. Ah ja, Nebelgrotte, ja. Es ist 11:55, jetzt müssen wir zum Zocken. Ja, geht da gleich los. Nebelgrotten. Das war es. Was hast du denn für eine Fachrichtungstür? Achso. Nein, und umziehen kommt... Ich würde jetzt so gerne mit euch weiterreden hier, aber ich möchte ja auch ein bisschen was schaffen und dann zocken. Wir haben ja 3 Spiele vor uns, ne? So, warte mal, ich muss mal gucken. Controller habe ich hier schon irgendwo hingeleckt. Hingelegt. Vorsicht. Das Kabel hängt irgendwo fest. Das finde ich nicht gut. Moment. Okay, jetzt ist es lang genug, das Kabel. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen nach hinten anlehnen. Das ist zum Zocken immer ein bisschen angenehmer. Ich bin zwar ein bisschen dunkler, aber noch geht das mit dem Licht. Und dann sollte ich natürlich auch den Bildschirm wechseln und den Ton ausmachen. Ich bin total unvorbereitet. So. Okay, es war Musik aus. Das ist das Wichtigste. Plopp. So, dann wechsle ich jetzt den Bildschirm und hoffe, dass alles klappt. Nicht erschrecken, falls ich gleich weg bin. Da müssen wir hin. Mhm. So, Ton einstellen. Audio auf 1400. No Signal kann aber nicht sein. Ich habe es vorhin schon getestet. Und da ging's.
Vielleicht muss ich einfach nochmal den Haken bei Spiel rausnehmen und wieder reinnehmen. Ich hoffe es, dass es klappt. Ich kriege auch eine 200k Leitung. Ton einstellen, nicht ver... Ja, Ton einstellen... Also, ich glaube... Ah, OBS stürzt gerade ab, das ist das Problem. Eventuell stürzt gleich alles ab. Nein! Wir sind nicht abgestürzt! Der Stream ist noch an. So, jetzt mache ich das Spiel wieder an. Ach, ihr könnt mich doch mal! Nein, es ist nicht von... Jetzt kommt wieder dieses typische Bild, was Julia mal erstellt hat, ne? Wie war das? Thank you, Frack Hessen. But our device is used by another application. Nein, das stimmt doch nicht. Okay, ich muss mal eben kurz einen Schalter betätigen. Ich bin sofort wieder da. Ja, was machen wir denn da jetzt? Muss ich jetzt wirklich schon den Part beenden? Das will ich eigentlich so früh im Spiel nicht. Was mache ich denn da jetzt am besten? Ich versuch's nochmal. Ich nehme nochmal den Haken raus. Und werde dann noch einmal den Stecker ziehen. So, Moment. Ich will's ja nicht, dass es euch knistert hier. Okay, neuer Versuch. Ach Mensch, das kann jetzt nicht wahr sein. Vorhin ging's doch. Ich weiß ganz genau, dass es vorhin ging. Ich hab's noch getestet. Was habe ich letztes Mal gemacht, um das in Gang zu kriegen? Muss ich denn... wie mache ich das jetzt? Ich muss tatsächlich einmal eben beenden und melde mich dann gleich wieder. Also nicht weglaufen, ich mache gleich einen Schnitt und ich bin dann wieder online, wenn das Spiel läuft, ne? Geht gleich weiter, nicht weglaufen, bis gleich.